Hallo und herzlich willkommen hier auf meinem Kanal. Hier ist wieder Gnopsi. Freunde, was ist los? Was ist hier geschehen? Wir haben Tag 83, 22 Uhr. Ja, Freunde, was war los? Was ist hier geschehen? Haben wir gesagt, na klar, wir haben die Basis der Eisenschädel, glaube ich, platt gemacht. So hieß der Teil. Und ja, reichlich Loot abgefasst, kann man so sagen. Und was ich dabei gekriegt habe, Achtung, Achtung, kriegt mal hier eine richtige Hose. Ich bin ja von den Socken. Die werden wir uns mal gleich anziehen. Wow, na jetzt habe ich ja eine Rüstung. Ja, ein Witz, 2 Punkte mehr. Ist egal. Alle schick. Wir wollten eine Hose haben. Wir haben eine Hose. Die Welt ist in Ordnung. Freunde, was steht heute an? Also, wir müssen mal ein bisschen Deko hier aus der Kiste kriegen. Das ist das eine. Zum anderen wollen wir es zum Händler. Das war ja immer noch die Frage, was machen wir mit dem ganzen Zeug hier? Pass auf, wir werden das mal zum Händler schleppen. Und dann gucken wir mal, was es dafür gibt. Okay, so machen wir das. Ja. Wir machen heute mal ein bisschen Hausarbeit. Das heißt, wir werden nicht großartig irgendwo hinrennen. Wir werden einfach mal am Händler vorbeifahren, wollte ich gerade sagen. Ja, also diese Burg da, die hatte ich gecleant bis auf, ich glaube, 84% oder so. Also, naja, bis alle Taschen voll waren. Ich habe die beiden Safes ausgeräumt. Ich habe die ganzen Munitionskisten erwischt und so. Also, ja, war okay. War sehr gut, so rum. Was ich erstaunt fand, ihr habt eine ganze Masse von den Komponenten, ja. So, die Komponenten nehmen wir mit, die Zahnräder nehmen wir mit, das nehmen wir mit. Ja, ihr habt recht, ja, das gibt eine ganze Masse für mein Geld. Dann packen wir dann noch einen Helm auf. Und dann nehmen wir noch die Wichsen mit. Packen wir noch 2 Helme auf. Kriegen wir vielleicht Geld? Kriegen wir Geld? Nee, Geld kriegen wir nicht, okay. Mhm. So, was könnten wir jetzt hier noch kriegen bei dir? Na, eigentlich hast du nichts. Ich versuch's mal mit Holz. Na, das ist ein bisschen Fülle gewesen, wa? Das geht, okay, dann machen wir das. Ich bin die ganzen Rüstungsteile los. Und wir haben ein bisschen Zeug dafür. Hallo, abgemacht, abgemacht. Alles klar. Gut, bin ich zufrieden. Habt ihr mir gut geraten. So, ab nach Hause wieder. Das war das erste auf unserer Liste. Ein bisschen tauchen würde ich noch wollen, aber ich weiß nicht, ob wir das heute machen. Ich brauche noch Kräutermedizin. Also was heißt brauche ich? Ich könnte sie ganz gerne, sagen wir so. Okay, so meine Kiste habe ich nicht. Den Dachgarten oben runter. Aber warte mal, wenn wir jetzt hier sind, wir können ja erstmal nach anderen Sachen schauen. Und da habe ich zum Beispiel, wir wollen noch ein bisschen was bauen. Die Lithium-Batterie.
Okay, wir haben ja unsere Batterien jetzt leer, also können wir das ganz beruhigt machen. Dann brauche ich ein paar Teile, ich glaube fünf. Bin mir aber nicht sicher. Und wofür, weiß ich auch noch nicht. Ach, den Elektrolytofen hätten wir gerne noch. Trap, trap, trap. Stahlofen ist nicht, ist nicht, ist nicht. Gucken wir doch mal hier rein. Hier unten haben wir den Elektrolytofen. Erstmal erforschen. Na tolle Wurst. Okay, fangen wir mal an. Wir machen die Batterie. Da brauchen wir unsere drei Angefangenen. Also nicht die drei Angefangenen, sondern die drei brauchen wir. Dann brauchen wir Kupfer und fünf Platinchen. Kupfer und fünf Platinchen. Na, kick an, so doll ist es ja nicht mit unseren Platinchens. Aber dann haben wir jetzt eine Lithiumbatterie. Sehr schön. Gehen wir mal an den Elektro. Ach, da brauchen wir schon die fünf Teile, die ich eigentlich schon in der Tasche habe, sagte. Ach nee, das sind keine Teile, das sind Zahnräder. Gut, dann brauchen wir fünfmal schickes Holz. Haben wir. Stahlplatten. Ah, könnte knapp werden. Und elektrische Teile. Latinchens. Reicht das? Reicht, okay. Ach, zum Erforschen. Ach, wie toll. Okay, wir haben erforscht. Ja, gut. Wer A sagt, muss auch B sagen. Ich würde jetzt den hier nicht vermuten und hier auch nicht. Wir müssen den bauen und dann ist der hier drin. Elektrolytofen. Und jetzt wird's eng, Kollegen. A brauchen wir 15 elektronische Teile, aber B brauchen wir auch Bretter. Und so viele Bretter haben wir nicht, Männers. Wir haben sieben. Ich weiß jetzt auch nicht genau, warum ich mir hier so einen Kopf mache, wegen den Elektrolytofen, denn eigentlich erfüllt der, naja, keinen Sinn, wa? Aber gut. So, wir gucken jetzt mal nach die Teilchen. Zack. Und, oh, Komponente. Komponente. Halt, hier, Komponente. Zwei, drei, vier. Und dann eins, zwei, drei, vier. Eins hatten wir, waren fünf. Gut. So, dann gucken wir gleich nach. So, Zahnräder brauchen wir noch ein paar. Und wir brauchen. Ah, Stahl brauchen wir auch noch. Und Elektro. Oh. Ich glaube, das lassen wir mal noch. Pass mal auf, das lassen wir noch. Wir gucken nach was anderem. Und zwar hätte ich gerne noch diese mobilen Reparatursets. Da hätte ich gerne eins für die Schreckensburg. Ihr wisst, was ich meine? Nö. Doch, klar wisst ihr das. Habt ihr auch schon gebaut. Müssen wir das eventuell auch noch erlernen? Wir gucken unter die 1, unter die 2, die 3. Ach, hier haben wir noch was. Das Akkuladegerät. Wichtig, popichtig. Und hier ist das andere. Okay. Dann beschränken wir uns erstmal auf die Sachen jetzt. Kupfer haben wir am Start. Komponenten müssen wir nochmal nachpacken. So, dann können wir das Ladegerät hier erstmal schon erforschen.
Und hier brauchen wir Eisenbahn. Nehmen wir uns ein paar Eisenbahnen. Und dann können wir auch das erforschen. Okay. Erforschen ist das eine, wir müssen es aber auch herstellen. So, jetzt wieder. Der tragbare Teil könnte jetzt hier sein. Ne? 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 Ja. Da stellen wir einmal her. Und wir kriegen drei. Ja, warum das so ist, ich weiß es nicht. Aber gut, erledigt. Jetzt bleibt nur noch der Elektrolytofen. So. Ja, dann habe ich im Prinzip schon fast alle durch. Nee, habe ich nicht. Bauen. Bett. Natürlich, wir brauchen eine neue Fahne. Sonst wird das ja nichts, wa? Und für die neue Fahne geht das jetzt wieder los, das ganze Theater. Da brauchen wir einen Metallspeer. Warte, Metallspeer halt. Wir gehen gucken. Nein. Wir brauchen Kampfspeer. Und dazu brauchen wir Metallspeer. Okay. Metallspeer brauchen wir bestimmt. Schrott. Halt, Schrott ist hier vorne. Tralala. Ein Schrottspeer. Hier ist der Metallspeer. Soll ich den bauen? Warte, wirklich ein Metallspeer? Das ist Kacke, weil ich mir erst eine Angelrute bauen war. Mann, Mann, Mann. Gut, wir bauen eine Angelrute. Wir bauen jetzt einen Metallspeer. So. Ach so, ja. Jetzt kommt der Kampfspeer. Da brauchen wir unser gutes Klebeband. Okay. Ah, wir brauchen auch noch Stoff. Nehmen wir mal gleich mit. Oh, hier sind noch Platinchen. Ich pack die mal ein, vorsichtshalber. So. Ach halt, reicht das schon? Nee, jetzt müssen wir den Kampfspeer machen. Kampfspeer hergestellt. Und jetzt können wir die Fahne machen. Sehr schön, sehr schön. So. Wir nehmen die Kiste in die Hand. Den lassen wir hier. 7. Einpacken. Gut. Unser Kampfspeer. Das ist aber, den bringen wir gleich raus. Das war den nicht, oder? Ja, den kann ich ins Boot packen. Ja, nicht Platz nehmen. Okay, haben wir den Kampfspeer. Die Batterie, die setze ich gleich hier in meinen Helm ein. Ich hoffe, dass das wirklich eine Weile hält. Aber das wurde mir so versichert. Okay. Jetzt. Warte mal. Jetzt haben wir die Fahne gemacht. Jetzt steht eigentlich der Elektrolytofen noch an. Nein, nicht. Wir müssen unter das Ladegerät bauen. Richtig? Na klar. Wir haben das ja bloß erforscht. Na, 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 na. Okay. Hier ist es.
traurig. Würde ich unter Umständen auch hier vorne lassen. Ein kleine niedliche Tool. Gut. Eine niedrige Tool braucht natürlich Stoff. Ja, voila. Jetzt wäre das ganz gut. Das ist ein weiter Weg jetzt, den ich gewählt habe. Aber wir machen das mal. Trink hier mal einen Schluck Essen haben. Dann gehen wir mal hoch. Wir müssen sowieso hoch, weil wir wollen ja. So, jetzt räume ich das Ding hier erstmal weg. Wochenlang geht es mir auf den Keks. Wir wollen ja unseren Kräutergarten abholen. Abbauen. So. Jetzt fangen wir. Ja, ich räume erst ab. Richtig, richtig, richtig. Schön. Das ist erledigt. Mit der Treppe, ich lasse sie mal jetzt noch dran. Theoretisch hat sie keinen richtigen Sinn, aber wir lassen sie noch dran. Okay. Von hier oben brauche ich nicht. Ich müsste hier unten ran. So, wir müssen hier einen Draht installieren. Und der muss jetzt, der muss runter. Das machen wir aber wie folgt. Hier so quer rüber ist doof. Ja, hier über die Straße möchte ich auch nicht. Pass auf, wir legen den hier ran. So. Wir gehen daran. Jetzt sind wir da hinten. Das war ein bisschen weit. Okay. Das war ein bisschen weit. Ziehen wir ihn wieder hier rüber. Gehen hier rein. So, theoretisch würde hier noch mal ran wollen und dann drin. Na, also das sollte doch sehr schmeidig sein, wa? Gut, haben wir das durchgeschafft. Unser Elektrolytofen, der benötigt noch. Auf jeden Fall noch mal Bretter. Hat er. Stahlplatten. Naja, damit kann ich nun nicht mehr dienen. Damit kann ich nicht mehr dienen. Ja, ja. Ich wollte tatsächlich hier die Eisenbahn drin packen, wa? Ja, das passiert schon mal. So, gucken wir noch, ob wir Platinchen aufreißen können. Da haben wir wirklich alle Platinen verbraten, wa? Junge, Junge, Junge. Hier haben wir 7. Ja, wir haben keine Platinchen mehr. Okay. Ja, müssen wir Platinen holen. Wir haben noch ein bisschen Zeit, obwohl, nee, der Tag bricht an. Da können wir nicht löten an der Brotkiste. Jetzt hätte ich gesagt, hier mal schnell irgendwo Riesenrad oder so tauchen.
weiß nicht. Ja, und was wir denn mit unserem Garten anstellen? Wie gesagt, meine Idee war, hier rauszugehen. Dass wir das hier vielleicht noch ein bisschen rüberziehen. Trupp, trupp, trupp. Und den Garten hier ranhängen. Ich meine, auf der anderen Seite wäre es günstiger, weil er da noch näher an der Küche ist. Aber da habe ich ja nicht, ja, keinen Platz so richtig. Das haben wir alle geschafft soweit. Ach so, oben noch ein bisschen Deko im Schlafzimmer verteilen. Das war noch so eine Geschichte. Da wollte ich auf jeden Fall meine Leuchtreklamen erstmal alle setzen. Ach nee, und was ich noch setzen wollte, richtig, richtig, richtig. Ich wollte noch mal gucken, ob wir auf gerader Fläche eine Dreiecksfläche setzen können. Habt ihr am besten schon mal, was ich meine? Ich zeig's euch. So, hier könnte ich zum Beispiel ohne Ohrentopf hinsetzen. Machen wir den hier ran. So, fällt mir schon besser. So, ich meine hier zum Beispiel die Ecke. Wenn ich die Ecke jetzt schräg haben wollen wollt. Ja, so geht das los, wa? Was haben wir nicht? Natürlich ein Hammer. Wir können das ja nicht mehr einpacken. Wir müssen das ja weghämmern. I'm the hammer. Natürlich könnten wir auch. Nee, das hier. Nee, das bleibt so. Ach, das reicht doch von der Größe her. Nee. Noch größer machen wir das Zimmer nicht. Wir nehmen gleich den Hammer mit. So. Hämmerchen, Hämmerchen. Okay, versuchen wir es nochmal. So, ich nehme jetzt hier. Ja, ich muss das wegnehmen. Und das wird unsere kleine Finkenhütte hier völlig ausreichend. Zwei Stahlplatten noch, dann haben wir das geschafft. Ich packe mal weg, was ich jetzt hier nicht unbedingt brauche. Das ist erstmal Metal. Metal Holz. Davon habe ich nicht. Davon gebe ich was weg. Das kann ich weggehen. Ja, wir brauchen bloß Platinchen. Platinchen und
Jetzt frage ich mich gerade, wofür habe ich denn diese. Ich habe jetzt hier was gebaut. Jetzt weiß ich aber gar nicht, was das soll. Hier die. Na, wo sind denn die Teile? Hier die. Modernen Teile. Was wollte ich denn damit machen? Ich habe hier ja nicht mehr auf meinen Zettel zu stehen. Tragbare Reparaturkit, die Rüstung verkaufen, den Garten machen. Aktuelle das Ladegerät machen. Kräuterheilung. Fahne bauen. Deko. Ich weiß nicht, wofür das ist. Ja. Das sortiere ich mal hier ein bisschen, dass das ordentlich ist. Dann kriegen wir ein bisschen Deko hin. So, Püppchen an der Stange. Alles so anzüglich. Das Hotel. Oh, das mache ich eigentlich immer draußen, ja. Da kann ich ja auch. Okay. Wir nehmen noch einen Teppich mit ein paar Bilder. Oh. Dann braucht der Junge einen Spiegel. Eine Schlampe. Wir haben oben na ja kein Tisch, also braucht der na ja keine Schlampe. Ach, Sessel wollten wir auch noch bauen, richtig? Jawohl. Guck mal, und dann die zwei Kronleuchter. Damit machen wir nämlich mal ein bisschen Licht. Eine Miezekatze, Logo. Ach, und das Mädel hier packen wir auch noch irgendwo hin. Da haben wir noch einen Teppich und noch einen Teppich. Das können wir noch lassen. Den Spiegel eventuell noch. Gut. So, 9. Jetzt kommt der 10. Dann sind wir mit den Stahlplatten durch. Können die Eisenplatten hier bleiben? Die Kupfer eigentlich auch, wa? Halt, so rum, andersrum. Kupfer brauchen wir auch nicht, ne. Ach, jetzt zeigt das schon wieder alle rausgepackt hier. Die Zahnräder, die hätten wir ja da gebraucht. Okay. Ja. Gut. Jetzt hier das los. Peace, Freund. Ja, darf nicht vergessen, wir haben zwei Ebenen, das ist gut. Na. Miezi-Tatze. Die kleine süße Miezekatze. Da schräg, da ist gerade die Miezekatze, machen wir in der Mitte. Dann sind wir schon mal vom Weiten sichtbar. Das Hotelschild und das Mäuschen. Haben wir noch zwei. Das Hotelschild mache ich draußen dann. Die 8. Finde ich gut. Und die 7. Ei. Okay. So. Dann haben wir einen Wandspiegel. Wir haben einen Standspiegel. Und wir haben Lampen. Elektrisch Licht. Na wunderbar. Würde mal den Standspiegel irgendwo hier hinten wahrscheinlich. Standspiegel bietet sich an der Decke. Halt, habe ich den runden Teppich mit? Nee, den habe ich nicht mit. Den könnte man da unterlegen. Naja, warte. Stellen den mal hin. Wegnehmen können wir ihn ja immer noch. Hm.
Okay. Oh, Maxen kann sich gar nicht sehen. Die Acht. Mach hier Spiel ran. Als wenn ich ein Mädchen wäre, ja? Ach, hier habe ich auch noch eine Lampe zu hängen. Okay. Geht die Lampe? Na und wie? So, die sechs. Ich sage, die mache ich hier nicht drin. Nee. Nö, die sieht aus wie Stulle. Die sehen ein Teppich. Ja, hätte ich erstmal wegnehmen sollen, war und denn? Ich nehme das nochmal hoch. Bett umbenennen, Bett einpacken, ja. Jetzt nehmen wir die 7. Warten, bis das Bett hier kurz weg ist. Dann legen wir uns hier mal den Teppich hin. Okay, ich stelle jetzt, ich lege das hier hin. Dann kommt das Bett darauf. Wir brauchen ja wenigstens einen Schlafplatz. Sonst können wir gar nicht spawnen. Zack. Gut. Na, doll steht's nicht drauf und sieht auch nicht so doll aus. Vielleicht fällt uns da noch mal was anderes ein. Okay, Essen. Essen fällt uns auf jeden Fall ein. Und trinken auch. Ja, Freunde. So sieht es jetzt erstmal schon ganz geschmeidig aus. Mit den Lampen, da warten wir, bis wir den großen haben. Oh, ich sehe Krabi gerade. Stimmt, die kann uns heute ja nicht besuchen. Krabi. Da haben wir schon wieder Eisen, da müssen wir natürlich immer gleich mitnehmen. Das spawnt hier auch random, ja? Mal da, mal da, mal heiks oben auf dem Berg. Wie sie gerade so drauf sind. Was wir noch machen können, wir könnten kurz zum Händler schwimmen. Nicht, dass ich was vom Händler möchte, aber da in der Gegend, weiß ich, gibt es diese roten Algen, die wir brauchen. Wir gehen hier mal schnell ein Stück tauchen. Mal kickern. Fischis haben wir hier. Aber keine Alge. Nee, ich will jetzt eigentlich nur Fischis haben. Na, so eine Kiste nehme ich natürlich auch noch mit. Jetzt sind wir gleich am Krepieren. Keine Algen zu sehen. Also, das war, glaube ich, ziemlich weit vorm Händler, oder also kurz vorm Händler, so wollte ich sagen. Gehen wir hier ein bisschen aus der Stadt raus. Ja, wir müssen denn. Das machen wir dann vielleicht noch in der nächsten Folge. Das war halt, das war nochmal zum Riesenrad gehen oder so. Obwohl, der Elektrolytofen, Mensch, also so wichtig ist er ja eigentlich nicht. Das ging jetzt, glaube ich, bloß um die großen Batterien. Die brauchen da die Stäbe. Also wir könnten durchaus auch ohne das leben. Und da habe ich gerade jetzt die Idee, was wir machen. Also, wir gehen zurück. Ein paar Minuten haben wir noch. Wir haben nämlich hier oben rechts zu stehen. Wir sollen Schwarzpulver erlernen. Nicht erlernen, wir sollen Schwarzpulver herstellen. Das werden wir ernsthaft durch und noch machen. Apropos, was ich euch fragen wollte. Was ist denn. Nee, mit dem Tool, das haben wir schon geklärt. Ach, mit dem Schlafsack.
funktioniert der Schlafsack nun schon langsam auf fremdem Terrain? Wisst ihr, was ich meine? Also wir sind jetzt auf der Schreckenburg, müssen uns ausruhen und dann legen wir uns da einfach den Schlafsack hin, dass wir da wieder spawnen können. Wisst ihr, ob das schon funktioniert? So, das lasse ich alles hier drinne, weil das schon für den Ofen ist. Das greifen wir dann von hier ab. So, ach so, ich wollte mit euch, genau, Schwarzpulver wollen wir herstellen. Nicht, ja? Ja, doch, Schwarzpulver müssen wir herstellen. Dass der hier zufrieden ist. Schwarzpulver herstellen. Brauchen wir Kohle und Schwefel. Halt. Schwefel. Und Kohle. Zack. Herstellen. Und da oben ist es abgekreuzt. Wunderbar. Okay. So, was wären jetzt noch an Missionen? Dumm, dumm, dumm. Das ist hier durch. Tja. Hier sagt er, eliminiere alle Feinde. Na. Munition. Wir müssen Munition herstellen. Wir brauchen Pfeile. Krabby wollte ich machen hier. Das sind die Sachen, die wir brauchen. So, Pilze lassen wir hier. Kartoffeln lassen wir natürlich hier. Ach, die ganzen Bilder habe ich noch. Die sechs Bahnen können hier auch hin. Oh, hier ist was drüber gerutscht. Das sollte da nicht hin. Kommt hier hin. Da kann man nochmal schnell von hinten durchgreifen. Das ist mal ein bisschen. So. Könnte ich hier eine Bildergalerie ranmachen? Ja, warum nicht? Puh. Aber hier passen bloß drei ran. Naja, hier vorne runter. Du kommst hier hoch, dann hast du hier auch noch eine dran. Naja. Aber wir finden noch so viele Bilder hier. Ich glaube, da kann man ein bisschen großzügig sein. Okay. Ach, davon habe ich noch mehr. Na toll. Schön, dass wir so viele Bilder haben, wa? Hm. Die werden wir alle verscheuern. Tralalalala. So. Ja, haben wir das durchgemacht. Super. Bin ich zufrieden? Alle schick. Wir packen mal hier das wieder rein, wo es hingehört. Halt, noch eine Kleinigkeit. Eine Klitzekleinigkeit haben wir noch. Nämlich das Kampfmesser. Wir haben ja jetzt hier die Keule. Die Keule macht 96. Das Kampfmesser macht 204. Und da würde ich sagen, haben wir einen kleinen Vorteil. So machen wir das. Dazu brauchen wir wieder Stahlplatten. Ja, ist egal. Ich mache das jetzt trotzdem. Teilen wir. Ich brauche vier Stück. Vier Stück. Sechse können wir uns wieder hinlegen. Ich brauche
die Teile und Gummi. Gummi, Gummi. Und zwei von die und das Kampfmesser. Jetzt wird spannend, wo habe ich das Kampfmesser reingepackt? Hier. Okay. Und zwei Teile, die hatte ich jetzt hier mit drin gepackt, weil wir die ja gleich dann verarbeiten wollten. Ja, hilft alles nicht. Teilen. Zwei. Und die drei packen wir wieder. Dann müssen wir noch welche nachmachen. Egal. Jetzt ist erstmal der Speer, der Kampfmesser wichtig. Da haben wir es. Hier hinten, okay. Ziehen wir vor auf die Keule. Und mit 204 sind wir da doch schon ein bisschen stärker aufgestellt. Die Keule, kann ich die zersetzen? Ich habe sie ja auch gebaut. Ja, funktioniert. Gucken wir noch kurz, was dabei rausgekommen ist. So, Freunde. Denn wie gesagt, ich muss mal gucken, wo ich überhaupt mein ganzes Zeug habe. Ich habe ja noch ein paar Pfeile irgendwo und... Ja, mit dem irgendwo, das war genau der Punkt. Irgendeiner sagte mir auch, beschrifte mal dein Zeug, da hast du was von. Aber das Beschriften ist das eine. Du musst ja auch... denn da reinpacken, wa? Was du beschriftest. Kann ich den zersetzen? Nö. Gut. Keule und Hammer lassen wir jetzt hier. Ach, hier sind meine Pfeile. Naja, siehst du, haben wir doch noch. Ich meine, ja, ich habe ja hier drüben noch welche drinne. Aber ist ja nicht ausreichend. Gut, also ich werde die Taschen ausräumen, ganz genüsslich. Dann machen wir noch, ja, vielleicht noch ein paar Pfeile. Auf jeden Fall noch ein bisschen Munition craften. Das brauchen wir schon. Diese Schwarzpulver-Muni, die macht der hier ja nicht. Die macht der er hier. Die hier. Da brauchen wir Schwarzpulver und Eisen. Ist ja auch kein Ding. Ein bisschen Schwarzpulver haben wir. Eisen. Naja, haben wir auch. Ich meine jetzt, denn die Schreckenburg ist natürlich ein bisschen andere Kaliber. Klar. Schon alleine der Tatsache geschuldet, dass die ja 79 Feinde drauf hat, wa? Also, da haben wir schon ein bisschen mehr zu tun. So, 100, mehr passt da auch nicht rein, Kika. Hahaha. Ja, gut. Das soll es gewesen sein. Freunde, schönen Dank, dass ihr mir auch bei meinem Haushaltstag, nenne ich es mal jetzt, zugeschaut habt. Aber das sind Sachen, die müssen halt auch gemacht werden, wa? Komme ich ja nicht drum rum. Alles klar. Also, in diesem Sinne, bis zum nächsten Mal. Sagt schön mit Ö, euer Onkel Nupsi.